Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Box zum Film Batman vs. Robin. Alle weiteren Informationen zu diesem Film und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Film und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Batman vs. Robin, das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Film. Jawohl, es ist die Filmbox, die Blu-ray-Box zu Batman vs. Robin. Hier oben haben wir einmal das Blu-ray-Zeichen, diesen Streifen da. Dann lesen wir hier DC Universe Original Movie Batman vs. Robin DC Comics. Genau dieser ist dann hier auch abgebildet, also Batman. Und dann auch hier gleich ein zweites Mal. Wir haben hier so einen kleinen Auslass beim Cover, und zwar hier so ein kleines Schaufenster. Hinter dieser Kunststoff, hinter diesem Deckel haben wir dann eine Figur, eine Batman-Figur. Und zwar lesen wir hier limitiertes Set mit Schleich-Spielfigur. Also Schleich kennt man ja, also ich glaube die meisten kennen Schleich. Aber dass die auch so Superheldenfiguren machen, wusste ich ehrlich gesagt nicht. Ich kenne die hauptsächlich so von Tieren und so Figuren für kleine Kinder eben. Achtung, verschluckbare Kleinteile, nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Okay, dann hier unten nochmal Schleich und so weiter. Auf der rechten Seite Batman und Robin hier gerade im Gefecht. So sieht das aus. Limitiertes Set lesen wir hier noch. Links ident. Auf der Oberseite sieht das Ganze so aus. Und auf der Rückseite haben wir das hier. Die Reise ins DC-Universum geht weiter. Der Showdown, der ein Schicksal besiegelt. Okay, jetzt haben wir hier so eine kleine Einleitung, so einen Einstieg in den Film. Ich werde euch das mal kurz vorlesen. In den düsteren Winkeln von Gotham City hat ein Kind nichts zu suchen. Doch Damian Wayne ist kein gewöhnliches Kind. Seit er Robins Cape trägt, kämpft er eigenwillig und manchmal unbesonnen an der Seite seines Vaters Batman. Als er einen Tatort untersucht, begegnet Robin dem geheimnisvollen Talon, der ihn in die Abgründe von Gotham führt und damit seinem Leben eine neue Richtung gibt. Denn dort lernt Robin eine geheime Gesellschaft kennen, die den Namen Hof der Eulen trägt. Dabei bewegt sich Robin auf gefährlichem Pflaster und bald müssen er und Batman sich ihren brisantesten Gegnern stellen. Sie treten nämlich gegeneinander an. Wir erleben eine epische Auseinandersetzung, die ein Schicksal besiegelt und Robins Zukunft nachhaltig prägen wird. So, dann ist hier Talon mit diesen Eulen abgebildet. Links haben wir die Specials aufgelistet. Also The Mythic Court of Owls, Gotham's Geheimnis, The Talon of the Owl, die Krallen, Batman vs. Robin Audiokommentar aus dem DC Comics Archiv, 4 Bonus-Cartoons und Kurzfilm Super Rabbit. Plus eine Vorschau auf den nächsten Animationsfilm aus dem DC-Universum, Justice League Gods and Monsters. Okay, dann hier unten noch die technischen Details zum Film. Einen Barcode haben wir auch noch. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Wir machen hier oben auf. Und dann kann man hier den Inhalt entnehmen. So, also wir haben hier so eine kleine Plastikkassette, so einen Einschieber. Auf dem befindet sich, oder in dem befindet sich die Batman-Figur. Die sieht so aus. Und wir starten aber wie immer zuerst mal mit dem Film. Der kommt hier in einer Blu-ray-Hülle. Hier unten riesengroß der FSK 16 Hinweis. So sieht das auf der Seite aus. Und auf der Rückseite die Infos. Die haben wir ja schon auf der Boxrückseite gelesen. Von daher spare ich euch das mal. So, hier wieder die technischen Details. Barcode, okay. So, dann schauen wir mal rein. Hier haben wir einerseits mal das Recycling-Symbol. Hier richtig so ausgestanzt. Das habe ich auch noch nie gesehen. Also, kein Booklet oder kein Einleger. Hier wirklich nur dieses Symbol. Interessant. Dann die Blu-ray an sich, Batman vs. Robin, hier links diese Eule abgebildet und ansonsten gibt es hier nicht viel zu sehen. Das ist die Blu-ray, selbst die hat man hier ausgestanzt, eventuell tatsächlich um irgendwie Material zu sparen, um ein bisschen Plastik einzusparen, finde ich interessant, okay. Und zum zweiten Boxinhalt, das ist dieser hier, kommen wir jetzt. Hier ist auch wieder jede Menge Plastik. So, das ist die Hülle, die Verpackung und das ist dann die eigentliche Figur. Also wir haben hier eine Batman-Figur in ihrer ganzen Pracht, die von der Firma Schleich hier angefertigt wurde. Also die sieht echt sehr schön aus. Man sieht hier echt die Detailarbeit. Gefällt mir richtig gut. Auch der Umhang. Und Batman steht hier auf so einer
Plattform, sieht so aus nach so steinigem Untergrund. So, und was lesen wir hier noch? DC Comics, Schleich, Deutschland, okay. Also die Firma ist natürlich in Deutschland, aber die Figur, lesen wir hier ganz unten, ist Made in China. Grüße gehen raus. Ja, und den kann man sich dann wunderbar ins Regal, an den Schreibtisch oder wo auch immer hinstellen. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Spielfigur, diese Miniatur von Batman von der Firma Schleich. Und natürlich der Film an sich, Batman vs. Robin in der Blu-ray-Edition. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, Batman vs. Robin. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Film bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr den Film feiert, falls ihr Batman vs. Robin unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.